Willkommen zurück, Leute, bei Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part haben wir das Graffitport City erreicht, haben dort sämtliche Trainer besiegt. Wir sind in das Strandhaus gegangen, haben dort auch ziemlich viele Trainer besiegt. Und jetzt können wir uns mal hier reinwagen, nach Graffitport City. Und uns hier etwas umsehen. Ich würde gerne rechts anfangen, weil irgendwie erscheint mir das sinnvoller. Hier haben wir einen Leuchtturm, der natürlich aus ist, weil es hell ist. Tag. Das Meer ist wirklich überwältigend, ob es wohl durch die vergossenen Tränen der Pokémon entstanden ist. Wenn es dunkel ist, dann leuchtet er übrigens. Das ist richtig cool. Hallo. Das Licht des Leuchtturms sieht man selbst aus 10 Kilometern Entfernung. Ich frage mich, ob es nicht die Pokémon im Meer verwirrt. Nein, ich glaube nicht. Die gewöhnen sich schon daran. Das hier ist der Markt. Hallo, kennst du Tim? Geheimpower, sie ist in unserer Gruppe sehr beliebt. Und eines unserer Mitglieder wird sie dir schenken, sobald du ihm irgendwo begegnest. Also komm danach nochmal hierher, dann kannst du so tolle Sachen kaufen. Hallöchen, Puppen. Aber ich kann keine Puppen kaufen, noch nicht. Ach, immer wenn ich herkomme, kaufe ich viel zu viel. Weiß nicht mal. Wow. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Tschüss. Lady, sie stehen mir mitten im Weg. Na, Blanas, weißt du, du musst dich noch mehr anstrengen. Status wäre Teguru. Ich muss mich gar nicht mehr anstrengen, du blöde Kuh. Hoenn ist zu Recht stolz auf seine Fülle, natürliche Schätze, Seegras, unglaublich frisch, yeah. Ach, die salzige Meeresbrise ist so wunderbar. Hallo, TM-Stand. Nee, ich... Oder was hast du so? Hä, cool. Aber nee, danke, brauche ich nicht. Oh, hier eine Zeitung. Der Hoenn Ranger, Kämpfer für die friedlichen Miteinander der Helden der Hoenn-Region. Was? Ich kann auch nicht lesen. So, das war der Markt. Und ansonsten schauen wir mal. Pokémon Fanclub. Ah, Meryl! Ohoho. Aha, zeig uns dich. Meryl. Oh. Kennst du das Pokémon Quavoff? Es ist in der hohen Region nur selten anzutreffen. Aber falls du eins hast, dann kann ich dir die Haare schneiden. Ihm. Also du weißt schon. Wow, du bist hier sehr eng mit deinem Blanas. Das ist doch kein deutscher Satz. Das heißt also, Ben? Ich habe eine Idee. Ich mache natürlich gerade eine Umfrage zum Thema Pokémon fürs Fernsehen. Würdest du mir eine Frage beantworten? Okay. Großartig. Also, kurze Antwort. Ja, also, die Frage bezieht sich auf dein geliebtes Blanas. Was hat dich als Blanas angezogen? Genau genommen war es ein hohes Gras. Aber was hat mich wirklich angezogen? Sein cooler Hut. Ich brauche einen coolen Hut. Ich brauche einen coolen Hut. Alle, die meinen Facebook-Kanal verfolgen, wissen jetzt, von was ich gerade rede. Alle anderen denken sich, ah, was hatten die jetzt schon wieder für Quatsch? Die spinnt doch, die Alte. Also das denken sich die anderen wahrscheinlich auch. Okay, vergessen wir das alles. Hut. Oh yeah. Cooler Hut. Aha, verstehe. Hm. Oh ja, vielen Dank. Deine Antwort ist sehr aufschlussreich. Also mach mal das Video-Navi an, okay? Was, wenn dein Pokémon immer besiegt wird, dann mag es dich irgendwann nicht mehr. Zutrauliche Pokémon sich immer gern. Pokémon haben ein Gespür für das Gefühl ihrer Trainer. Wenn du ihnen Liebe und Achtung entgegenbringst, dann lieben sie dich. Wow, dein Blanas betet dich geradezu an. Für einen so liebevollen Trainer hat der Pokémon-Fanclub ein Geschenk. Dankeschön. Pokémon haben ein Gespür für die Gefühle ihrer Trainer. Wenn du Pokémon Liebe und Achtung entgegenbringst, erwidern sie deine Gefühle. Kannst du jetzt mal von dem Bild weggehen? Achso. Ein Foto, eine Neko mit einer süßen Schleife. Das ist das Porträt des Vorsitzenden des Pokémon-Fanclubs. Das ist ein Porträt mit einem Pikachu, das ein Adelskostüm trägt. Oh, hallo Eneko. Oh, Suchlevel 2. Jetzt weiß ich schon, dass du Typ normal hast. Wow. Hallo. Aha, ich bin der Vorsitzende. Ich bin natürlich die wichtigste Person hier. Keiner kann mir im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Absolut niemand. Und in jedem Wettbewerb bin natürlich ich der Sieger. Ich bin so toll. Und immer wenn ich gewinne, dann
fühlen sich die anderen voll scheiße. Deshalb gebe ich mich nur damit zufrieden, das Pokémon anderer Leute zu urteilen. Es ist toll zu sehen, wie andere ihre Pokémon trainieren. Das zufriedene Gesicht der Pokémon, wenn es ihnen gut geht. Die fürsorgliche und liebevolle Art eines Trainers. Oh, das ist so schön. Oh, sorry, jetzt laber ich hier die ganze Zeit. Also, darf ich mal dein Pokémon sehen? Aha, oh, aha. Das ist weder gut noch schlecht. Also, gib ihm mehr Pokeriegel. Dir zeige ich mal meine Absol, Freundchen. Was meinst du, mögen es alle Pokémon, wenn man Items auf sie anwendet? Ja, vielleicht. Hallo, Zickzacks, na? Such Level 15, Alter. Badadadam, dam, dam. Ja, als du Pokémon vertauscht, dann kannst du seinen Spitznamen nicht mehr ändern, weil Spitznamen sind awesome. Wow, wo das Wasser sauber ist, gibt es reiche Früchte und Ernte. Und wo es reiche Ernte gibt, gibt es auch bald einen Markt. Und dann entsteht daraus eine Stadt. Ist das nicht toll? Ja, es ist absolut wunderbar. Grüß Gott. Mein Pokémon hat ein hastiges Wesen. Seine Initiative ist höher. Also, das ist doch erstaunlich, oder? Ja, total. Also, wenn man an einem Wettbewerb teilnehmen will, braucht man eine Wettbewerbskarte. Und Xenia verteilt die. Xenia. Aha. Wird ein menschenerbautes Gebilde im Meer versenkt, gilt es, um dort als Lebensraum für Pokémon zu dienen, wird es als künstliches Riff bezeichnet. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist die Seeburg in Malvenfroh. Aha, das ist ja wirklich toll. Brickwerf, da möchte ich ganz kurz noch nicht reingehen. Hey Team Magma Heinis, dass wir hier ganz korrekt bezahlen, dann ja, wir sind total toll. Weißt du, lange Schlange erinnern mich an Zeiten, dass ich Ewigkeiten und drei Tage vor dem Laden stand, um mir die neuesten brandheißen Spiele zu kaufen. Aha, du bist ja cool. Wenn es im Museum was Brauchbares gibt, dann werden wir es uns einfach nehmen. Ha! Hey, du willst dich nicht vordrängeln, oder? Nein, natürlich nicht. Ich frage mich, was er diesmal vorhat. Wenn er wütend ist, dann ist er voll furchteinflößend, Mann. Was ist da drüben denn los? Unser Anführer ist brillant, aber wieso will er ins Museum? Hey, hör auf zu drängeln, stell dich hinten an. Sorry. Was, wir haben eine strukturierte Vorgehensweise. Wir treffen uns immer erst am Einsatzort und gehen danach wieder unsere Wege. Ah, das ist ja gar nicht mal so blöd. Der Typ, der das Museum gebaut hat, ist gleichzeitig Leiter des Tiefsee-Forschungsmuseums. Was? Ich weiß es nicht mehr. Gibt's hier kein Item für mich? No. Gut. Hallo. Auf dem Markt verschiedene interessante Waren. Hahaha. Wow. Du hast ein cooles Kostüm. Der Superball eignet sich besser zum Fangen zu Pokémon als ein Superball, Pokéball, Superball. Ihr wisst schon. Hallo. Oh yeah, ich hätte gerne drei. Davon habe ich noch genug. Davon habe ich noch genug. Oh, hier hätte ich gern fünf. Ach, den Rest brauche ich nicht. Danke. Und du? X-Quatsch. Yeah. Nein, danke. Tschüss. Warum habe ich eigentlich in dem Spiel so viel Geld und in dem anderen nicht? Das ist ja komisch. Sehr, sehr kurios. Hallo. Oh, ich bin fix und fertig. Ich bin nach Malvro gegangen. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das Fahrrad genommen. Ach, man nimmt man nicht von Haus aus lieber das Fahrrad? Ich habe einen Tipp für dich. Es ist wichtig, verschiedene Arten von Pokémon zu trainieren. Wenn du nur eins hast, das stark ist, dann wirst du trotzdem verlieren. Hey, weißt du, wenn ich Tausch-Pokémon kriege, dann bin ich doppelt so froh. Richtig nicht. Dam, dam, da, da, dam. Danke, Schwester Joy. Und mein Pokémon-Team ist wieder topfit. So, was gibt's hier noch so? Wenn du die Spitznamen deiner Pokémon ändern willst, solltest du den Namenbewerter aufsuchen. Nee, will ich eigentlich nicht. Aber ich sag ihm trotzdem mal Hallo, weil ich nett bin. Hallo, weil ich nett bin. Hallo, ich bin ein Namensoraker. Soll ich mal die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Klar. Kann ich eigentlich Tanhel umbenennen? Ja, fantastischer Spitzname. Du musst ihn nicht ändern. Okay. Oh, Wettbewerbe. Ja, yeah, Pokémon-Wettbewerbe. Ja, yeah, ja, yeah, ich muss Pokémon fangen. Ja, yeah, Pokémon-Wettbewerbe. Okay. Sag mal, weißt du eigentlich, was ein Poké-Riegel-Set ist? Ja. Dachte ich's mir. Es ist einfach unerlässlich für jeden Trainer, der an einem Pokémon-Wettbewerb teilnimmt. Hafen von Crabfield Port City. Die MST liegt hier also an. That's really, really... cool. Möchtest du auf die Fähre... sorry, aber die ist gerade überhaupt nicht hier.
Eine Reise zum Meeresboden. Eigentlich will ich da mal hin. Ich wäre gern mit Captain Brick auf die Expedition zum Meeresboden gegangen, aber das Tiefseeforschungsboot ist zu klein für mich. Ich könnte mich ja reinquetschen, aber dann hätte der Captain keinen Platz mehr. Tja, siehst du, das ist der Vorteil daran, wenn man klein ist. Was kann man hier kaufen? Ein Sprudel. Nein, danke, ich habe schon 6 Sprudels. Ja, Sprudels. Das ist die beste Mehrzahl für Sprudel. Sprudels, Alter. So, und jetzt gehen wir mal in die Werft von Captain Brick. Hallöchen. Cool, ein Gabelstapler. Ah, wenn das hierhin gehört und das dahin, aber was mache ich da damit und was ist das überhaupt? Oh Gott, und da soll man nicht verrückt werden? Hallo. Oh, hi, ich bin Botmar. Captain Brick hat mich damit beauftragt, weil ich eine Fähre zu konstruieren, aber ich habe gar keine Ahnung von Schiffen. Ich muss Mai anrufen. Warte mal, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Weißt du, er ist gar nicht hier. Ich glaube, er ist im Museum. Also, kannst du bitte ins Museum gehen? Ah, ja, wenn es denn sein muss. Ich werde schnell seekrank, deshalb bin ich lieber hier an Land. Tut mir leid, aber ich bin gerade am Arbeiten. Ja, ja, die Jahreszeit, das Wetter, der Stand des Mondes. Das sind die Faktoren der weiten See. Die beeinflussen das alles. Ja, das ist kein Abfalleimer. Ach so. Was gibt's denn hier oben so? Ah, das sieht so cool aus. Das haben die so schön gemacht, nicht wahr? Mega cool. Und du? Findest du es nicht auch seltsam, dass ein Schiff aus schwerem Eisen auf dem Meer schwimmt? Es stimmt, weil es Auftrieb hat. Hey, cool, dass meinem das hier erklärt wird. Was verkaufen die hier? Tafelwassersprudel und Limo. Ich hätte gern eine Limo. Yay. Sonst noch was? Nein. Ach, das ist kein Fernseher? Oh. Hallo. Die Konstruktion eines großen Schiffes ist eher vergleichbar mit der eines Gebäudes als mit eines Transportmittels. Das war kein deutscher Satz. Warum gibt es hier hinten eigentlich... Oh. Du bist auf Abenteuerreise, oder? Also geh mal zur See, wo gemalten froh. Warst du da schon mal? Nee. Ah, das ist eine von Menschenhand erschaffener Ort, aber es ist auch ein Naturerbe. Seltene Kombination, was? Du solltest dort mal hingehen. Danke, ich werd's mir merken, Typ. Ah, jetzt gehen wir erstmal ins Museum. Da lernen wir ein bisschen was. Oh, die Chimagma-Heinis sind weg. Hallo? Oh, warte mal, du musst hier rüberkommen. Das ist das OTR-Museum. Es kostet 50 Dollar. Ich will das erstattet kriegen, klar? Viel Vergnügen. Was sagst du? Viel Vergnügen. Die Wirkung von Schnäppchenkraft hat nachgelassen. Ein Gummiball dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Im Meer sorgt das Gewicht des Wassers für ständigen Druck. In seichtem Wasser ist der Druck nicht sehr hoch. In extrem tiefem Wasser kann der Druck dagegen Zehntausende von Tonnen beantragen. Hi. Schockschwere Not, was? Warte mal, hast du mich etwa vergessen, ey? Du hast gegen mich schon mal gekämpft, Alter, im Wald. Und deswegen schenke ich dir was und ich hoffe, du hasst mich nicht mehr, okay? Okay, weißt du, eigentlich wollte ich mit dieser TM hier was klauen, aber als Ausgleich, dass ich die Mission in den Sand gesetzt habe, aber jetzt bist du irgendwie da und deswegen geht das nicht mehr, tschüss! Eine von Furchen durchzogenes Fossil. Im Erdreich des Meeresbodens Das Erdreich des Meeresbodens wurde durch die Gezeiten abgetragen. Die Bewegungen des Wassers zeichneten Rillen und Wellen in den Meeresboden. Wenn der Meeresboden versteinert, wird ein Bodenrelief sichtbar. Hätte unser Kamerad im Metaros nicht so kläglich versagt, dann würden wir jetzt gar nicht hier sein. Eine blaue Flüssigkeit bewegt sich spiralförmig in einem Glasgefäß. Das ist ein Experiment, das mit Hilfe von Wind einen künstlichen Whirlpool erzeugt. Wenn mich mir alle Dinge hier nehmen würde, stünden mir rein finanzieller Hinsicht wohl rosige Zeiten bevor. Ein roter Ball hüpft auf und ab. Dies ist ein Experiment, das eine künstliche Kaskade mit Hilfe des Ballauftriebs erzeugt. Das ist eine Probe vom Sand der Küste. Geröll aus den Bergen, das seinen Weg in die Flüsse gefunden hat, wird durch das Wasser mehrmals gespalten und glatt geschliffen. Zum Schluss bleiben nur noch kleine Körnchen übrig, die den Sand an der Küste bilden.
Das hier erworbene Wissen dürfte mir bei der Umsetzung meiner gesetzeswidrigen Geschäfte von Nutzen sein. Echt jetzt? Das ist eine Probe vom Meeresboden. Über viele Jahre hinweg haben sich die sterblichen Überreste verschiedener Lebewesen am Grund des Meeres als Sedimente abgelagert. Auf diese Weise verliehen sie dem Boden seine jetzige Form. Analysen dieser Proben erlauben uns tiefe Einblicke in längst vergangenes Leben. Das sieht cool aus. Eine seltsame Vorrichtung rotiert hinter einer Glaswand. Vielleicht handelt es sich dabei um eine Art Tiefenmessgerät? Wir von Team Magma setzen uns für das Wohlergehen der Menschen ein. Ach, tatsächlich. Grundlagen der Meereskunde Teil 3. Was ist größer, das Meer oder das Land? Unser Planet ist bis zu 70% von Wasser bedeckt. Die Landmassen machen die restlichen 30% aus. Das Meer ist also doppelt so groß wie das Land. Grundlagen der Meereskunde Teil 2. Warum ist das Wasser salzig? Meerwasser enthält gelöste Salzionen in Form von Natrium und Chlorid. Diese Ionen wurden durch den Regen aus Gesteinsschichten herausgespült. Die Konzentration des aufgelösten Salzes macht das Meer salzig. Wir haben den Befehl erhalten, uns hier zu versammeln. Unser Anführer ist allerdings noch nicht da. Ja, und was ist mit Grundlagen der Meeresdingsbums Teil 1? Ah, hier, Teil 1. Warum ist das Wasser im Meer blau? Licht setzt sich aus vielen Farben zusammen. Doch wenn das Licht durch Wasser scheint, gehen dabei einige Farben verloren. Der blaue Teil des Lichts bleibt aber erhalten. Deshalb erscheint das Wasser so blau. Das bleibt jetzt aber bitte unter uns. Es hat ein Weilchen gedauert, am Empfang vorbeizukommen, weil ich keine 50 Dollar dabei hatte. Was? Okay. Also ich würde mich hier gerne noch ein bisschen umschauen. Modell der Hoenn-Region. Dies ist ein Diorama der Hoenn-Region. Wo liegt Wurzelheim? Ja, wahrscheinlich da, wo es halt liegt. Auf dem Schild steht Wasserprobe aus Kanto. Obwohl das Meer eine große, geschlossene Wasseransammlung ist, unterscheidet sich die Qualität des Wassers offenbar von Region zu Region. Wasserprobe aus Johto. Offenbar ist das Salzgehalt in jeder Region anders. Wasserprobe aus Sinnoh. Das Schmelzwasser aus dem Norden der Region enthält allerlei nährstoffreiche Mineralien. Auf dem Etikett steht Wasserprobe aus Einall. Den Wert, der den Calcium- und den Magnesiumgehalt des Wassers ausdrückt, nennt man auch Wasserhärte. Wasserprobe aus Kalos. Regenfälle mit einer Wasserhärte von mehr als 300 sind charakteristisch für die Kalos-Region. Schaubild Meeresströmung. In der Nähe des Meeresbodens sind die Strömungen abhängig von Faktoren wie Temperatur und Salzgehalt. An der Oberfläche sind die Strömungen abhängig vom Einfluss des Windes. Echt. Die MS Tide, ein maßstabsgetreues Modell des Schiffs. Ach cool, ein Zeppelin. Ah, das ist ein Tiefseeforschungsboot. Ach so, natürlich. Ein Modell des Hochleistungs-U-Bootes zur Erforschung des Meeresbodens. Eine Weiterentwicklung dieses Prototyps, das Tiefseeforschungsboot 1, ist derzeit in Betrieb. Und eine Maske, Tauchboot. Das sieht aus wie so ein Helm. Ein Modell eines kompakten, unbemannten U-Bootes zur Erforschung des Meeresbodens. Die MS Einall Royal. Ein Modell eines Luxusliners, der gerade in der Einallregion gebaut wird. In wie vielen Jahren der Bau abgeschlossen sein wird, ist nicht mehr zu entziffern. MS Anne. Schön. Ein Modell eines Luxusliners, der den ganzen Globus umschifft. Es läuft ein Film. Ein Mann mit einer seltsamen Frisur, der aussieht wie ein Wissenschaftler, arbeitet an einem Experiment mit irgendeiner Maschine. Und aus genau diesem Grund schlussfolgere ich, dass Menschen, wenn sie in den Tiefen des Meeres hinabtauchen, von einem Pfeifton im Ohr geplagt werden. Ah, das ist bestimmt interessant. Wir sehen uns das mal an und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss.